Recht schönen guten Abend, meine Damen, und recht schönen guten Abend, meine Herren. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Freue mich, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind. Freue mich, kennen Sie aus. Ich begrüße ganz besonders die Damen. Die Damen begrüße ich ganz besonders. Die sind immer sehr zahlreich da bei meinen Abenden. Ist kein Wunder, weil ich an für sich ein schöner Mensch bin, kennen Sie aus. Zug noch mal, wenn ich was sehe, gell? Von vorn siehst du es nicht, von der Seite, da schon. Schau aus wie ein Naturfreund, der einen Rucksack verkehrt umgehängt hat. Aber trotzdem begrüße ich Sie, ich begrüße alle Beamten, wann welche drunter sein sollten, Beamten, Maurer, Fleischhocker, Bäcker, was halt sonst alles noch bei meinen Platten schon dran gewesen ist. Begrüße ich auf das Herzlichste, freut mich. Freuen Sie sich überhaupt über alles, meine Damen und Herren, ganz wurscht über was. Gehen Sie aus, freuen Sie einen. Freuen Sie einen über jeden Dreck. Ich tue es auch. Freuen Sie sich auch heute Abend mit mir, meine Damen und Herren, wenn ich noch einmal jemanden begrüßen darf, und zwar ich begrüße die Abteilungsleiter, die so zahlreich vertreten sind heute. Ich begrüße, und das muss man heute wirklich wo hinschreiben, kennen Sie aus, weil Abteilungsleiter wären alle weniger. Ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich habe zufällig vorige Woche mit einem geredet, mit einem Abteilungsleiter, der ist gestorben. Der ist gestorben, den hat es gar nicht mehr gefreut, kennen Sie aus. Hat sich umgedreht und ist aufgeteufelt. Wie er oben angekommen ist, kurz vor der Hymnis, die ist angekommen, der Petrus rausgekommen, hat er gesagt, was wollen Sie denn? Hat er gesagt, entschuldigen, hat er gesagt, der Abteilungsleiter, ich möchte gerne in Hymne rein. Ja, sagt er, mein lieber Freund, in Hymne möchtest du rein? Hat er gesagt, wer bist denn du? Ja, sagt er, das ist ja wurscht, ich bin Abteilungsleiter. Ach so, hat er gesagt, Abteilungsleiter, und wegen dem möchtest du einfach in Hymne rein? Ja, hat er gesagt, bitte, da muss ich dich fragen, hat er gesagt, aufgrund was bist du eigentlich Abteilungsleiter geworden? Ja, sagt er, mein lieber Herr, das ist schon so lang aus, das weiß ich heute nicht mehr. Ja, der Petrus sagt, mein lieber, hat er gesagt, wenn du das heute nicht mehr weißt, kann ich dich nicht reinlassen. Da bleibst du schnell, hat er gesagt, muss ich den Himmelvater fragen. Ist zurückgegangen, Zimmer 123, Himmelvater drin gesessen, hat der Petrus angelobt, hat der Petrus zum Himmelvater gesagt, sagt der Himmelvater, ich hätte einen draußen. Hat er gesagt, bei der Haus, die ist einer da, der möchte gerne einen Himmel rein, einen Abteilungsleiter. Jetzt habe ich ihn gefragt, warum er Abteilungsleiter geworden ist. Hat er zu mir gesagt, das ist schon so lange aus, das weiß er nicht mehr. Hat er gesagt, aber Himmelvater, hat er gesagt, du bist ja allwissend. Du wirst es auf jeden Fall wissen, warum der Abteilungsleiter geworden ist. Hat der Himmelvater gesagt, allwissend bin ich schon, aber wie der Abteilungsleiter geworden ist, weiß ich auch nicht. So ist ja gar nicht für möglich gehalten. Was heutzutage alles in Hymne. Aber weil wir bei den Themen sind, fällt mir gerade was ein. Der Lodenbauer, kennst du aus, ist kürzlich mit dem Fahrer beieinander gesessen, beim Frühschuppen. So christlich war er gar nicht, der Lodenbauer. So christlich war er gar nicht. Ist er beieinander gesessen mit dem Fahrer und da haben sie so diskutiert. Auf einmal hat der Fahrer gesagt, hat er gesagt, so Lodenbauer, hat er gesagt, jetzt werde ich was sagen. Hat er gesagt, wie war, schaut es denn aus? Hat er gesagt, wenn du mal einen Liter zahlst. Hat der Lodenbauer gesagt, Hochwürden, hat er gesagt, um Gottes Willen, hat er gesagt, Jesu Elende benannt sein mit meiner Kasse. Ja, bitte, hat der Pfarrer gesagt, dann sage ich dir was Folgendes, machen wir das eine, hat er gesagt, Lodenbauer, ich erzähle dir jetzt deine Geschichte. Hat er gesagt, wenn du die Geschichte nicht glaubst, dann zahlst du einen Liter. Hat sich der Lodenbauer denkt, Hüdeife, oder sie denkt, naja, Hüdeife, oder sie auch nicht denkt. Beim Fahrer kannst du nicht Hüdeife denken. Oder sie denkt, Fahrer, du kommst mir schon recht. Ich glaub da alles, was du mir da zählst. Hat der Fahrer gesagt, gut, hat er gesagt, dann fang ich an, sagt der Lodenbauer, pass auf. Hat er gesagt, glaubst du mir's oder glaubst du mir's nicht? Sagt er, ist noch gar nicht lang aus, sagt er, bin bei der Traun spazieren gegangen. Und wie so spazieren geht, hat er gesagt, Zirche schwimmt mitten in der Traun ein Mühlstein daher. Ja, sagt der Lodenbauer, das glaube ich, Hochwürden, das glaube ich. Ah, sagt der Pfarrer, das glaubst? Na ja, sagt er, dann rede ich weiter, sagt er, na, ich sehe den Mühlstein, hat er gesagt. Denk mir, heute einfach, der kommt mir gerade recht.
spring am Mühlstor auf, hat er gesagt, und schwimm ab bis Linz. In Linz, hat er gesagt, bin ich runtergestiegen vom Mühlstor. Hab einmal gedacht, jetzt schaust du ein wenig in Linz die Kirche an, bin in die Kirche reingegangen, am Stoppplatz ein wenig umeinander. Halbe Stunde später gesagt, bin wieder am Mühlstor aufgesprungen und bin wieder runtergefahren nach Wels. Hat der Lodebauer gesagt, Hochwürden, glaube ich einer sofort. Er sagt, er glaubst es? Er sagt, der Frau, alle hat er gesagt, einen anderen hätte ich es nicht geglaubt, aber Ihnen, Herr Pfarrer, glaube ich es sofort. Er hat der Pfarrer gesagt, bleibt mir nichts anderes über, hat er gesagt, dann muss ich dir den Liter zahlen. Hat der Pfarrer in Lodebauer den Liter zahlt dann. Hat der Lodebauer gesagt, Herr Pfarrer, ich hätte auch eine Geschichte für einen, hat er gesagt, wenn Sie mir die nicht glauben, zahlen Sie einen Liter. Er hat der Pfarrer gesagt, bin ich sofort dabei? Hat er sich gedacht, warte, jetzt kriege ich meinen Liter wieder zurück. Hat der Lodebauer gesagt, Herr Pfarrer, ob Sie es glauben oder nicht, hat er gesagt, bei mir, da haben wir einen Grundheuer, einen Baum angesetzt. Einen kleinen Baum. Und rund um den Baum hat er gesagt, Herr Pfarrer, habe ich einen Misthaufen hingebracht. Einen ganzen Misthaufen. Hat er gesagt, seit der Baum hat ins Wachsen angefangen, hat er gesagt, Herr Pfarrer, ob Sie es glauben oder nicht, ich habe es übersehen, ist er oben angestanden. Bei den Hümi angestanden, hat er gesagt, und an einem Sonntag, keine drei Wochen ist her, hat er gesagt, Herr Pfarrer. Einmal denkt, na, hast du die Zeit, hat er gesagt, graue am Baum auf. Schaust du mal, wie es in Hümi ausschaut. Sagt, ich bin ganz aufgereiht, hat er gesagt, komm zu der Hümi dir, klopf an, kommt der Bäder raus, sagt er, was willst du denn? Hat er gesagt, geh, hat er gesagt, ich war der Lodebauer, ich hätte gerne ein wenig reingeschaut, weil ich Zeit habe, wie es in Hümi drin nicht ausschaut. Ja, hat der Bäder gesagt, mein lieber Lodebauer, so einfach ist das nicht. Hat er gesagt, bist du rein von Sünden? Ja, mein, hat der Lodebauer gesagt, gar so rein bin ich wieder auch nicht. Ja, hat der Pfarrer gesagt, das glaube ich, das glaube ich. Ja, hat er gesagt, mein Lieber, hat der Petrus gesagt, lieber Lodebauer, da musst du ja speichten, bevor es einer gibt. Mein, hat der Lodebauer gesagt, Peter, hat er gesagt, mach keinen Blödsinn. Mach keinen Blödsinn, hat er gesagt, was glaubst du, wie weit das so ist, hat er gesagt, zu mir aufs Erden. Hat er gesagt, hättest du vielleicht am Pfarrer herummet? Hat er gesagt, dann beichte die da gleich, dass ich reinkomme. Ja, hat er gesagt, der Bettel, guck mal machen. Hat hinter ihm geschrien, gleich bei der linken Wolken ist ein Engel gesessen. Hat das Engel geholt, hat er gesagt, geh, hol am Pfarrer raus. Hat er gesagt, der Lodebauer möchte gern beichten. Das Engel fliegt fort, nach einer halben Stunde kommt das Engel zurück, hat gesagt, Petrus hat gesagt, ich habe gesucht überall, es gibt keinen Winkel, hat er gesagt, aber Pfarrer habe ich keinen gefunden da herum. Ah, hat der Pfarrer gesagt, das glaube ich nicht, das kann ich der Gleisung, Lodebauer. Da hat er gesagt, dann so ist der Liter, Herr Pfarrer. Der Lodebauer. So ist ja gar nicht glauben, was ihr Leid das gibt und wir lieren das die kennen. Bitte an und für sich möchte ich sagen, fast von den Jäger. Ja, ich kenne einen Jäger, kennen die auch einen Jäger. Jäger, den werdet ihr auch nicht kennen, in Hauer. Werdet ihr nicht kennen. Hauer. Leidenschaftlicher Jäger. Der wird nicht da sein, gell? Ich weiß es nicht, aber zufälligerweise habe ich ihn vorige Woche getroffen, hat er gesagt, Fritz hat er gesagt, ich war auf Safari in Afrika drinnen. Auch da schon, ja, habe ich gesagt, Hauer, kommst du weit umeinander? Ja, hat er gesagt, geh, ist sie gerade ausgegangen unter der Dienstzeit oder so, hat er gesagt. Safari, war ich. Ja, sagt der Fritz, hat der Hauer zu mir gesagt, was glaubst du denn, was ich geschossen habe? Ich sage, mein lieber Hauer, mein lieber, das war eine Roderei. Habe ich gesagt, da gibt's ja viel. Habe ich gesagt, einen Elefanten. Nein, hat der Hauer gesagt, nein, nein, einen Elefanten nicht. Ja, sag ich, einen Löwen. Nein, sagt er auch nicht. Ja, sag ich, einen Tiger. Nein, sagt er auch nicht. Ja, sag ich, Hauer, mach mich nicht narrisch. Da rode bis am Heiligabend, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, jetzt sag's einmal, was hast du denn geschossen? Ja, er hat gesagt, Fritz, ob du das glaubst oder nicht, ein Neger. Sag ich, spinn doch nicht, Hauer, einen Neger darfst du nicht schießen. Er sagt, du glaubst es nicht. Hat er gesagt, komm. Hat er gesagt, geh mit mir runter. Hat er gesagt, ich habe noch einen Wagen im Kofferraum noch drin liegen. Bin mit ihm runtergegangen. Kennst du aus, er macht den Kofferraum aus, liegt der Neger drin. Ja, sag ich, Hauer, bist denn du narrisch? Hat er gesagt, du hast tatsächlich einen Neger erschossen. Der lacht ja nun. Freilich hat der Hauer gesagt, ich hab bis zum Schluss glaubt, ich fotografiere ihn. Yeah.
für dein Freund, dir deine Frau, erspar dir jede Wut. Und haust du dir den Daumen blau, behalte ruhig Blut. Sie rauchen, gibst den Haxenbruch, verzage deshalb nicht. Ich Schwiegermutter auf Besuch, da mach ein freundliches Gesicht. Denk dir in jedem Fall, der Mensch lebt nur einmal. Freu dich in jeder Stund, denn Lachen ist gesund. Wenn du der Meinung bist, wer weiß, was morgen ist, dann machst du das Beste draus und kennst dich aus. Springt dir ein Baum ins Auto rein, so werde nicht nervös. Gehst du ein Schwindler auf den Leim, so sei auf ihn nicht bös. Beißt du dir aus den letzten Zahn, dann rufe laut Juhu. Weck dich um 3 Uhr früh der Hand, dann hör ihm freundlich zu. Denk dir in jedem Fall, der Mensch lebt nur einmal. Freu dich in jeder Stunde, gesund. Wenn du der Meinung bist, wer weiß, was morgen ist, dann machst du das Beste draus und kennst dich aus. Zahlst du auch für ein Strafmandat, so lach dir hinters Ohr. Und sagt man dir das Götzidat, dann trag es mit Humor. Ist auch das Pech bei dir zu Gast, begrüß es mit Hallo. Will das Finanzamt mehr als Toast, dann sei darüber froh. Denk dir in jedem Fall, der Mensch lebt nur einmal. Freu dich in jeder Stunde, denn Lachen ist gesund. Wenn du der Meinung bist, wer weiß, was morgen ist, dann machst du das Beste drauf und kennst dich aus. Du weißt ja buchstäblich nicht mehr, mit was du fahren sollst heutzutage. Das ist sogar in der Tramwehr so, nicht? Oder oh, bitte, dabei musst du aufpassen, dass du nicht im gefällten Zug zum Beispiel sitzt. Im gefällten Zug ist genau dasselbe. Kürzlich ist einer weggefahren von Wern in Zug, kennst du aus, Richtung Linz war aufgefahren, nach St. Pölten. Und wie er so im Zug drin sitzt, auf einmal kommt der Schaffner, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, wie weit haben wir denn nur nach St. Pölten? Hat der Schaffner gesagt, sind wir gleich dort. Dauert gar nicht mehr lang, hat er gesagt, vielleicht 3 Minuten. Aber warum wollen Sie nach St. Pölten? Hat er gesagt, da bleiben wir nicht stehen, wir fahren durch. Was hat der Reisende gesagt? Durchfahren? Er sagt, darum geht's wohl, hat er gesagt, dann hat mir der in Wien auf dem Schalter eine blöde Auskunft gegeben. Durchfahren können Sie nicht, hat er gesagt, weil ich muss in St. Pölten aussteigen. Dann hat er gesagt, es tut mir leid, hat er gesagt, wir fahren durch. Sagt der Herr Schaffner, das ist eine Katastrophe, ich muss aussehen, St. Pölten. Sagt er, wenn ich da nicht rausgekommen, sagt er, der tut sich was, auf mich warten 40 Leute. Der Schaffner hat gesagt, und wenn 400 warten, wenn ich ihnen sage, wir bleiben nicht stehen, wir fahren durch. Ja, sagt er, bitte, wenn Sie unbedingt aussehen wollen, hat er gesagt, kennen Sie aus, dann gibt es nur eine Möglichkeit, hat er gesagt, wir fahren durch die Station eh ein wenig gemütlicher. Stellen Sie ihn aufs letzte Trittbrett. Hat er gesagt, und ich gehe auch mit ihnen raus. Hat er gesagt, und wenn die Station kommt, hat er gesagt, dann packe ich ihnen beim Knack und lasse ihnen langsam runter. Hat er gesagt, dann rennen sie mit. Und wenn sie ungefähr die Geschwindigkeit vom Zug haben, dann lasse ich ihnen aus und sie rennen langsam weiter. Hat er gesagt, dann sind sie in St. Pölten. Mei, hat der Herr gesagt, wenn sie so lieb waren, hat nicht lange gedauert, bis St. Pölten gekommen. Hat der Schaffner gesagt, hat er gesagt, na also, gehen wir es an. Hat er sich runtergeschüttet aufs Trittbrett. Der Schaffner hat ihn beim Knack gepackt, hat ihn langsam runtergelassen, hat er gesagt, so und jetzt rennen's. Und er hat ins Rennen angefangen und wie er ungefähr die Geschwindigkeit gehabt hat, hat ihn der Schaffner auslassen und der Zug ist langsam weitergefahren und der ist wie mitgerannt. Auf einmal ist der letzte Waggon vorbeigekommen. Da war der andere Schaffner drin, der hat den auch noch Renner gesehen, hat ihn geschnappt beim Knack
hat ihn wieder aufgezogen, hat er gesagt, Gönz, das haben Sie noch nicht gedacht, dass Sie den Zug nach Linz nicht erwischen. Es war eine gute Tat, möchte ich sagen, vor dem. Sicher, kürzlich in der Schule hat bei uns der Lehrer in der Schule gesagt, Buben hat er gesagt, eins muss ich schon sagen, das Wichtigste im Leben, hat er gesagt, ist immer menschlich bleiben. Allwie menschlich bleiben, hat er gesagt. Und zum menschlich bleiben gehört natürlich auch jeden Tag eine gute Tat dazu. Hat er gesagt, merkt euch das jetzt schon, wo es Kind rauf, bis ins hohe Alter auf, wie immer eine gute Tat. Hat er gesagt, wer von euch hat schon eine gute Tat gemacht heute? Ist der Karl aufgestanden und gesagt, bitte, Herr Lehrer. Sie sagt, was hast du denn da? Hat er gesagt, Herr Lehrer, ich habe heute in der Früh eine alte Frau über den Zebrastreifen umgeführt. Sagt er, brav, das ist eine gute Tat. Wer von euch hat nur eine gute Tat gemacht, ist der Narz hinter auf Teufel. Hat er gesagt, ich, Herr Lehrer, ich habe auch schon eine gute Tat hinter mir. Sagt er, was hast denn du da? Hat er gesagt, Herr Lehrer, ich habe heute in der Früh drei alten Frauen meinen Hund nachgejagt. Sagt er, du Lausbub, das ist ja keine gute Tat, das ist eine Gemeinheit. Nein, nein, hat er gesagt, das ist eine gute Tat. Hat er gesagt, was glauben denn Sie? Hat er gesagt, Herr Lehrer, die drei wollten zum Zug. Wenn ich den Hund nicht rauslasse, hätten sie ihn versammt. Gute Tat. Ideen haben die Kinder. Soll ich ja gar nicht glauben, wie es auf solche Sachen draufkommen. Kürzlich bin ich bei einer Bekannten gesessen. Ist der Bub einer Teufel, der so 5 Jahre wieder gewesen sein. So ein kleiner Bub. Einer bei der Tür hat gesagt, Du, Mami. Er sagt, jetzt bin ich neugierig, wie lange steht das denn umeinander? Hat er gesagt, Mami, du, Mami. Du, jetzt muss ich dir was sagen. Mami, ich sag das eh gleich. Mami, kannst du dich erinnern? Du, Mami, jetzt sag ich dir nämlich was. Du, Mami, kannst du dich erinnern, dass du heute in der Früh zu mir gesagt hast, ich darf nicht hinausgehen, weil draußen so eine Sau wie die ist und ich mache mich ganz dreckig. Ich muss mich erinnern spielen. Mami, du, kannst du dich erinnern? Und jetzt bin ich am Dachboden aufgegangen. Mami, hat er gesagt, du, Mami, und jetzt war ich den ganzen Nachmittag war ich am Dachboden oben. Du, und da habe ich mich gespielt und jetzt bin ich extra runtergegangen, hat er gesagt, weil Mami, jetzt bin ich nicht mehr auf was draufgekommen. Du, Mami, du weißt, auf was ich da draufgekommen bin, hat er gesagt, Mami, du hast mich nämlich irgendwie angelogen. Hat er gesagt, du hast mich die ganze Zeit angelogen. Hat er gesagt, wie ich mich nämlich jetzt gespielt habe, wo wir am Dach wohnen, hat er gesagt, Mami, bin ich in den alten Steckhosen reingekommen, weißt du? Hat er gesagt, den alten Steckhosen, hat er gesagt, und da habe ich gesehen, hängt rechts oben den Steckhosen drinnen, da von Nogi die Krampus laufen mit der, was mich du übrig geschreckt hast, wenn der Nikolaus gekommen ist. Hat er gesagt, dass es gleich weißt, Mami, du, Mami, jetzt glaube ich an keinen Krampus mehr. Hat er gesagt, und aufs Christkind glaube ich auch nicht, weil du hast mir da auch immer einen Schmerz erzählt, Mami. Weil in den Steckhosen unten liegt eine alte Schuhschachtel und in der Schuhschachtel sind die Engelshaare drin, die was du eben gesagt hast, wenn das Christkind über den Baum mit Eifel verliert ist. Und da drinnen sind sie. Hat er gesagt, das ist gleich, weißt du. Und weil wir, glaube ich, beim Reden sind, Mami, dann sage ich dir nur was. An einen Storch glaube ich auch nicht mehr, weil die Kinder werden geboren und den Bohrer finde ich auch noch. Es soll es dir nicht glauben. Ideen haben die Kinder. Sieh kürzlich, wie bei uns da am Spaziergangen. Wie bei einem Nachbarn sein Garten vorbeigekommen sind die zwei Buben. Im Garten haben sie gespielt. Der Burkhard und der Siegfried haben sie gespielt. Die zwei haben ich gerade gesehen, haben sie vom Benzinkanister in der Katzenschüssel haben sie einen Benzin reingelassen. Ja, sag ich, Lausbuben, sag ich, was tat sie denn da? Sag ich, das ist ja du eine Tierquälerei, habe ich gesagt, das kannst du nicht die Katze mit Benzin fordern. Sie und da war einer, der das gerade gesagt hat, das Katze, der Herdeifel, hin zu ihren Schüssel und ausgeschlägt hat sie es. Sie kaum hat den letzten Schläger gemacht, hat es umgedreht, ist circa 10 Meter down, Herdeifel, mit einer Geschwindigkeit. Auf wie am Lichtmast, hat sie 33 Mal umeinander gedreht und dann ist es runter, Herdeifel.
Ich hab gesagt, jetzt schaut euch sowas an. Ich hab gesagt, das lauscht bei mir so, eine Tierquälerei. Ich hab gesagt, das ist Hiedikotz. Haben die Buben gesagt, woher denn? Der ist nicht der Benzin ausgegangen. Das Tierquälerei. Sie, weil wir gerade bei der Tierquälerei sind, fällt mir ein. Bei uns zu einem haben sie einen Bauern angeklagt wegen Tierquälerei. Ist eine Kommission gekommen, die haben alles untersucht. In die ganzen Stallungen sind sie umeinander. Eine halbe Stunde lang. Und nach einer halben Stunde hat der eine, der Kommissar gesagt, hat er gesagt, also, sagt, ich weiß auch nicht, wer die Anzeige gemacht hat, hat er gesagt, aber finden tut man gar nichts bei Ihnen. Hat der Bauer gesagt, bei mir gibt's ja nichts. Hat er gesagt, ich habe keine Tierquälerei begangen. Hat er gesagt, kommt's einer, da hat's ein wenig jausen. Haben sie sich alle eingesetzt, sind drin gesessen, haben sie gejausen. Und wie sie so mitten beim Jausen sind, hat der eine Inspektor gerade beim Fenster rausgeschaut. Hat er gesehen, wie draußen der Sau über den Hof umgeteifelt ist. Mit drei Füßen. Und statt dem vierten Fuß hat es einen Holzfuß gehabt. Hat der Inspektor gesagt, Teufel, was ist denn da draußen los? Wie schaut denn die Sau aus? Hat er gesagt, die hat ja nicht drei Füße und einen Holzfuß. Dann hat der Bauer gesagt, nein, ist da auch was dabei? Hat er gesagt, hätte ich leicht die ganze Sau da schlagen sollen, wenn ich bloß einen Stelzen braucht habe. Sieh, da sind kürzlich zwei Schweine vor dem Fleischhocker sein Lohn gestanden. Hat die eine zu der anderen gesagt, mein Gott, das sagt ja so ein schlechtes Gefühl, ich weiß nicht, ich mag gar nicht reingehen. Ich habe gesagt, wenn ich daran denke, dass ich da jetzt reingehen müsste, sagt, zieh dir mal die Knie. Hat gesagt, das war mir eh wurscht, hat zu der anderen Sau gesagt. Hat gesagt, wenn ich wisse, dass der gut sticht, gehen die eine. Hat die andere gesagt, kannst reingehen, der sticht gut, ich bin schon zum vierten Mal da. Das sind so Sachen. Weil man gerade von Zuge reden, fällt mir ein, kürzlich war ich bei so einer Veranstaltung, da ist einer vor mir gesessen. Nur damit sehen, was von der Bühne aus alles daherren können. Da ist einer vor mir gesessen und ein dünner. Ja, der ist mir aufgefallen, weil es heute eh keinen Dünner mehr gibt. Also ein magerer. Und nach ein paar Minuten ist schon länger lang gesessen, ist einer dazugekommen, es war ein dickerer. Ich gerade gehört, wie der Dicke zum Dentiner gesagt hat, hat er gesagt, Servus, hat er gesagt, gut, dass ich dich triff. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, hat er gesagt, du bist mir schon angegangen. Hat er gesagt, wie geht's dir denn? Hat er gesagt, Dankeschön, gut. Sagt er, du, hat er gesagt, weißt du, was mich interessiert? Hat er gesagt, was tust denn du? Hat er gesagt, dass du nicht dicker wirst. Hat er gesagt, vor 10 Jahren hast du genauso ausgeschaut wie heute. Hat er gesagt, und ich nehme mal zu, sagt er, wie ganz narrisch. Und du bleibst wie gleich drin. Hat der Dini gesagt, sagt er, ich tue alle Tag dasselbe. Sagt, ich komme auf die Nacht heim, sagt, das Haus, eine in die Küche, hat er gesagt, reiß den Kühlschrank auf, schau rein, nichts Gescheites drin, trau um, und geh ins Schlafzimmer, leg mich zu meiner Frau. Hört auf, hat der Dicke gesagt, ziehst du es und ich mach's genau verkehrt. Hat er gesagt, ich komme heim, geh rein ins Schlafzimmer, reiß das Bett auf, schau rein, nichts Gescheites drin, trau um, geh in die Küche, reiß den Kühlschrank auf und friss mich an. Das sind Methoden, grenze aus. Es gibt schon so ein Erleben, tut mir was, bis das Renten kriegst mir rüber. Sieh, apropos Renten, fällt mir was ein. Kürzlich ist einer heimgekommen und hat gesagt, Alter, hat er gesagt, du, jetzt ist es soweit. Sagt er, jetzt habe ich meine Jahre benannt. Hat er gesagt, jetzt ist es mit der Renten soweit. Hat er gesagt, morgen geh ich zum Doktor, lass mich untersuchen, ob ich rentenreif bin. Dann geht mein schönes Leben an. Nächsten Tag ist er zum Doktor gegangen, hat der Doktor gesagt, was wollen Sie denn? Hat er gesagt, Entschuldigung, bitte, ich möchte nur eine Untersuchung haben, ob ich rentenreif bin. Hat der Doktor gesagt, das ist in Ordnung, machen Sie oben frei. Er hat oben frei gemacht. Der Doktor hat hingeschaut, hat er gesagt, das ist in Ordnung, rentenreif. Ist er heimgegangen, hat seine Frau gesagt, nein, und sagt, Alter, wie schaut's aus? Kriegst du Renten? Hat er gesagt, Alter, haut schon hin. Renten habe ich schon fast in den Sack, hat er gesagt, Gesuch läuft. Der Doktor hat mich auch untersucht. Und schnell ist gegangen, hat er gesagt, Alter, schnell ist gegangen. Hat er gesagt, der Doktor hat gesagt, ich soll oben freimachen. Und dann hat er gesagt, rentenreif. Mein, hat er gesagt, Alter, du bist der Chopperl. Hättest du unten auch freigemacht, hat er gesagt, hätte mich einen hilflosen Zuschuss auch noch gekriegt.